Du solltest über das Wochenende das Fußballlexikon auswendig lernen. Was hast du denn gelernt? Hab ich. Abseits. Da kennst du ja mit aus. Ja, Abseits ist nämlich die am schwersten zu erklärende Regel. Ja, dann lass mal hören. Also pass auf, wenn jetzt, pass auf, der Angriffsspieler hinter dem letzten Spieler der gegnerischen Abwehrreihe ist, also das heißt, als einziger vor dem gegnerischen Tor, und jetzt kommt der Ball so darüber. Ja, liebe Toffinger, eure Zeit, hast du verstanden? Läuft ab jetzt. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Willkommen bei den Topfgeldjägern. Ja. Zack. Ja. Oh, heute läuft er. Heute läuft er. Yeah, baby. Jawohl. Glück gehabt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja. Schönes Wochenende gehabt? Wir schon. Wir sind im EM-Fieber pur. Ja, aber heute. In 4 Tagen ist es soweit. Am Freitag das große Eröffnungsspiel. Und wie viele Tage habe ich gesagt? Wissen Sie es nicht? Wir zeigen es Ihnen. Wie viele Tage noch bis zur EM? Das wird gut werden. Eröffnungsspiel Polen gegen Griechenland. Wollen wir schauen, was da geht. Und dann die Deutschen gegen Holland, nicht also Niederlande. Oh, das wird spannend. Spannend wird es hoffentlich auch heute. Ich glaube schon. Aber erst mal gucken. Una sag ich schon. Udo und Ina haben sich schon wieder verkrochen. In die letzte Ecke. Ja, vielleicht soll ich den mal da reinhalten. So hier, weißt du, schön mal hier mit dem Startmixer mal rein und dann mal dann so. Komm mal raus. Okay. Ihr seid nicht so schüchtern. Alles ist fein. Oder guck mal hier. Put, 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 put. Die kann ich hier mal locken. Einfach so. Guck mal. Hühnchen. Gucken Sie mal. Das hübsche Hühnchen, ne? Ja. Hühnchen. Aber naja. Wenn Sie nicht wollen. Wollen sie nicht. Wir gucken später noch mal vorbei. Legen wir erstmal los mit dem Warenkorb. Und heute geht's hier los in die Dessertrichtung. Als Boden vielleicht der Biskuit. Dann haben wir Pistazien. Die dicke, fette, aber unglaublich leckere Mascarpone-Creme. Dann haben wir feinsten Rhabarber. Dann haben wir Limoncello. Leckeren Sauerrahm. Und dann frisch, fröhlich, frei vom Feld, der Feldsalat. Getrocknete Steinpilze. Ja, wo muss die Kohle hin? Dann haben wir Kohlrabi. Chorizo, diese leckere Wurst. Blaue Kartoffeln. Und die Zutat des Tages. Sturmküken. Mann! Ja, das ist super. So. Jetzt aber. Aha, jetzt läuft's. Jetzt läuft Frank in seinem neuen Rollator. So sitzt er zu Hause auch vom Fernseher. Aber kommen wir zu den Top 3. Die da folgende wären. Stubenküken sind junge Hühner. Per se schon mal nicht schlecht. Die zwischen 300 und maximal 500 Gramm wiegen. Auf Platz 2, das Fleisch der Küken ist zart und hat eine leicht gelbliche Färbung. Ach Gott, Monika Gruber sei gegrüßt. Auf Platz 1, ursprünglich sind Stubenküken eine Spezialität aus Norddeutschland. Es war üblich, Küken, deren Geschlechtsbestimmung nicht sofort möglich war, in der Stube durchzufüttern. Das kennen ja einige mit dem 50-jährigen Sohn, der nicht weg will. Ne? Ja. Wenn nach... Oh, ups, hopp, mal wieder rein hier, so, Frank wurde auch in der Stube großgezogen. Wenn nach wenigen Wochen klar erkennbar war, oh mein Gott, ach der Schalk im Nacken, ob es ein männliches Tier war, wurde es geschlachtet. Boah,
Weibliche Tiere wurden als Legehennen großgezogen. Unsere Zutat des Tages. Ja. So, komm mal her hier. So. Ich stehe mal daneben. Ich drehe. Mann. Mit Essen spielt man es noch nicht, aber mit Frank schon. So. Jetzt schön hier, jetzt machst du schön deine Runden. Jetzt läuft er glatt durch. Glatt. Sehen Sie, ich wollte schon wieder zu den Männern. Ich habe es ja geändert. Ich gehe jetzt immer zuerst zu den Frauen, weil ich ja ein Gentleman bin. Unsere Frauen haben gestern leider verloren. Nicht gestern, sondern am Freitag. Deswegen heute neue Frauen. Und sie nennen sich Swedishisch. Nee, Swedishisch? Hier sind Simone und Lisa. Swedishisch. Richtig? Jawohl. Swedishisch. Warum dieser Name? Naja, weil wir aus Schweden kommen und sehr... Beide? Nee, nur ich, aber die Simone ist sehr süß. Sehr süß? Ja, delicious. Delicious, also du bist Schwedisch delicious. Und sie steht für delicious. Jawohl. Und außerdem ist Simone, sie heißt Simon. Ja, danke. Ne? Ja, guck mal, hast du selber falsch gemacht. Ja. Nee, weil vor der Sendung kam sie zu mir, Steffen, ich heiße nicht Simone, sondern Simon. Ja, ich kann ja nichts dazu. Ja. Idee meiner Eltern. Idee deiner Eltern und warum? Meine Mutter hat, als sie schwanger war, ein Buch von Simone de Beauvoir gelesen. Von wem? Simone de Beauvoir. Oh. Und ja, hat gedacht, sie ist nett. Ist nett, hört auf ja. Simon. Simon und Lisa. Eine aus Schweden und die eine ist zuckersüß. Wie lange kennt ihr euch? 2 Jahre. Das ist aber... Noch nicht lange. Nicht so lange, aber kennen. Das fühlt sich länger an, muss ich ehrlich sagen. Ja, denke ich mit Frank auch immer. Wir kennen uns auch 2 Jahre. 2 Jahre zu viel. Nein, natürlich nicht. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Auf dem Weg zum Flughafen. Das war eigentlich ganz lustig. Wir arbeiten in der gleichen Firma, wussten das aber nicht. Wir haben uns ein Taxi zum Flughafen geteilt. Ja. Und ja, sind im Taxi ins Gespräch gekommen, weil Lisa zu der Zeit eine Schiene am Knie hatte. Die hatte einen Skiunfall. Kreuzbänder. Und dann habe ich direkt gehört, dass sie einen schwedischen Akzent hat. Und ich spreche Schwedisch. Und, ja, du sprichst Schwedisch? Ja. Warum? Weil es ein tolles Land ist. Ja. Ja. Hast du richtig... Kursus gemacht, einen Sprachkursus? Ja, oder? Klar, auch, ja. Ach, du bliebst Schweden, dann lernst du Schweden ja. kennen. Läuft, würde ich sagen. Ja. Gut, okay. Und seitdem befreundet und jetzt hier bei uns. Genau. Ja. Wer war denn so wagemutig, sich anzumelden? Ich glaube, das war meine Idee, aber Simon hat es durchgezogen. Simon hat es durchgezogen. Und ihr seid hier, um Geld zu gewinnen. Und Spaß, Spaß zu haben. Um Spaß zu haben. Ja. Dann lass mal hören, meine Damen. Möchtest du oder ich? Ich. Okay, also als Vorspeise machen wir einen Chorizo-Wrap. Ein Chorizo-Wrap? Yes. What the hell is a Chorizo-Wrap? Yeah, you will see. I will see. It's a surprise. But we want to know for our viewers, you know. The old people to house want to know what it is. Na gut, also wir haben vor, den Wrap zu füllen mit einem Feldsalat, der... angerösteten Chorizo. Ja. Und dann wollen wir da noch Rhabarber rein. Rhabarber? Ja. Okay. Und was dient als Wrap? Na, Lisa macht gerade diesen tollen Teig. Eine Pfannkuchen. Wobei, ich glaube... Was denn? Ja, okay, das sieht ganz bisschen Farbe kann er ruhig haben. Eine Pfannkuchen, Chorizo, Feldsalat und Rhabarber. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Hauptgang. Hauptgang. Ein Stubenküken. Ein Stubenküken. Sag die an. Wir ganz gerne möchten, ein bisschen Hilfe, den Brust auszulösen. Die Brust auszulösen. Das mache ich gerne. Kein Problem. Was denn? Und ein. Ich sage nur, dass ich gerne die Brust auslöse und helfe und schon weggelacht. Wer ist hier Don Chovi? Sie da hinten oder ich? Auf einen Kohlrabi-Rahmen. Auf einen Kohlrabi-Rahmen, okay. Was soll ich denn auch? Nur die Brust, beide Seiten? Ja, bitte. Ich muss aber erst mal die Männer fragen. Okay. Meine Herren, so. Die Damen haben mich gerade gefragt, ob ich die Brust... Ja, ja. Gut. Okay. Bevor ich das mache, noch schnell zum Dessert. Was gibt's im Dessert? Ein Pistachien-Crumble. Ein Pistachien-Crumble? Nur ein Pistachien-Crumble. Ist das, wie heißt denn Pistazie auf Schwedisch?
Pistache. Nee, Pistache. Pistache. Und Crumble, Crumble. Crumble ist Crumble. Also Pistache, Crumble. Schon gleich Schwedisch. Sauber. Läuft. Gut. Bevor wir zu den Männern kommen, kleine Kochschule. Ja, den Weg zur Männer kurz mal zeigen, wie man eine Brust auslöst. Und zwar, hier haben wir die Keule, da schneiden wir ein, habe ich schon mal gesagt, möglichst hoch, dass die Haut sich gleich mit zur Brust rüberzieht. Einmal hier einschneiden, so. Dann oben an der Karkasse das Messer ansetzen. Schwuppdiwupp, schön auf dem Knochen bleiben. Bisschen vorsichtig. Wenn das Messer mal nicht ganz so scharf ist, wie meins gerade, dann kann man das an einem Messerrücken von einem anderen Messer, falls man keinen Stahl hat, kurz mal drüber ziehen. Das sind eigentlich nur so kleine, muss ich nur magnetisch sozusagen aufladen, dass sich so kleine Teilchen in eine Richtung gehen, dann ist es wieder scharf. So, müsste eigentlich lang. Oh ja, jetzt geht's auch viel besser. So, hinten an der Keule lang. Wichtig, die Haut hier hinten mitnehmen, weil die zieht sich beim Braten zusammen. Und was das bewirkt, zeige ich Ihnen gleich nochmal. So, an der Keule vorbei. Dann haben wir es hier. Wenn man jetzt die Haut hinten nicht hier mit abziehen würde, beziehungsweise mit abschneiden würde, und das würde hier schon enden. Wenn das brät, zieht sich die Haut so zusammen, dann wäre hier die Brust frei. Und das will man nicht. Man will, dass sie komplett mit Haut bedeckt ist. Soll der Flügel dranbleiben oder ab? Ab. Bitte. Publikum sagt auch ab. Sehr schön. Gut. Dann machen wir das mal. Ein oder zwei? Zwei, bitte. Jawohl. Also für alle, die es noch nicht verstanden haben. Messer am Knochen. Dann hier großzügig bei der Keule einschneiden, dass man viel Haut mit zur Brust rüberzieht. So. Leicht drehen. Vorne am Brustbein langfahren. Immer schön auslösen. Zack. Dann nimmt man diesen kleinen Flügel mit. Und das nennt man dann Supreme, wenn man das hier abschneidet, mit dem Flügel mit dran lässt, dann bleibt das ein bisschen saftiger, den unteren Teil. Der obere Teil ist das ja hier so von Haut und nichts befreien. Dann schlägt man den einmal oben ab, dass das ein bisschen sauber ist hier. So, das gleiche hier. Und dann wird der Dicke sagen, ein vor. So läuft das. Ja. Imola. Vielen Dank. Ja, gerne. Ob die Männer Hilfe brauchen, weiß ich nicht. Wir sind Tim und Felix, die Besseresser. Männers? Ja. Und alles geschmeidig? Locker. Ihr habt ja nicht lange überlegt, sag mal, ne? Nee. Ihr habt den Warenkorb eigentlich gar nicht richtig angeguckt. Nee, wir machen bis zum Schluss. Oh. Fertig. Wenn wir so weit kommen. Und wann ist Schluss? Bei 10.000. Das ist euer Ziel? Ja, klar. Also völlig egal, was im Warenkorb ist. Jo. Jo. Ist Lachs. Da habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Wollte gerade sagen, hier immer. So, ich meine. Ganz oder gar nicht, ne? Ja. Voll auf Angriff. Ja. Aber wenn du so, wenn jetzt zusammen 2000 Federn ein Tony. Ja, ist auch nett. Ist auch nett. Ja, ne? Klar. Aber 10 ist besser. So, gut, keine Frage mehr. Felix, ist das klar mit dir, oder? Und du hast gerade so ein bisschen gezuckt. Bitte? Du hast gerade so ein bisschen gezuckt, als er es gesagt hat. Naja, so sicher sind wir uns auch noch nicht. Also ich denke mal, bei 4000 Euro wird es dann schon ein bisschen eng. Wenn wir weitermachen oder nicht. Okay. Aber erstmal überstehen die Runden, ne? Aber nachdem ich eh der Hilfsassistent vom Tim bin, hat der Tim eigentlich eher das Wort. Ah, okay. Die Rollen sind verteilt. Die Rollen sind klar verteilt. Ja, du sagst, wo es lang geht, ne? Probierst du mal? Ja, klar, mach ich. Den Warenkorb zum Beispiel für heute, habt ihr euch das zusammen ausgesucht oder macht Tim da? Der Tim macht das und gibt es mir vor und ich koch das. Also, probier's. Klare Ansage, ne? Warum nicht? Was soll das sein? Sauerrahmdressing. Sauerrahmdressing für den Feldsalat? Ist schön. Erzähl mir mal ganz kurz, was dazu gibt. Vorspeise wahrscheinlich, ne? Ja, Vorspeise. Fangen wir gleich an, erzähl mal. Feldsalat mit grosser Chorizo. Ja. Und den Sauerrahmdressing. Das ist schön. Du musst da aufpassen. Den Salat bringt jetzt kurz vor, damit anrühren, dass er nicht zusammenfällt und so, ne? Und du als Hotelmanager sollst wissen, Salatbuffet, ne? Ja, nach einer Stunde sieht das nicht mehr gut aus, ne? Deswegen ganz frisch. Aber ansonsten ist es... Lass mal ein bisschen stehen, ein bisschen sacken, dann gehen wir kurz auf Schüssel mal ran. Gleich Schuss Olivenöl noch, bisschen Zucker, kommen wir mal. Aber passt schon mal.
Also weg Salat mit Chorizo-Wurst. Was gibt Hauptgang? Jo. Stummküken. Ja. Klar. Gebraten mit cremigen Kohlrabi-Gemüse. Ja. Und krosse blaue Kartoffeln. Was mit? Ach, was mit Soße? Soße? Ja. Das gucken wir mal. Ja, gut. Hallo? Du weißt, wer kommt, oder? Ja, ja, aber Kohlrabi-Gemüse machen wir ein bisschen mehr. Bisschen rabig? Was ist das? Eingelegten Steinpilzen? Die weiß ich noch nicht, ob ich die nehme, aber ich denke schon. Aber da ich weiß könntest nicht, du zum Beispiel Soße ja. von machen. Soße von machen, ja. So ein bisschen ansetzen. Du hast ja schön gewässert hier. Ja. Nochmal zwei, dreimal abgießen. Dann schön ansetzen mit Zwiebeln. Ein bisschen so eine cremige Sahnesoße. Okay. Das wird gut passen zum hellen Fleisch. Jo, dann könnte man machen. Dann machen wir doch. Ja, Dessert? Macht er. Oh. Es gibt Rhabarbertörtchen. Er darf sprechen. Yippie, yay. Okay. Felix? Rhabarbertörtchen gibt's. Okay. Erzähl mal. Also eigentlich ganz einfach. Mascarpone mit bisschen Puderzucker. Ja. Dann steche ich diese Biskuit-Torte aus und tue einen Rhabarber untermischen. Und dann kommt es als Törtchen zusammengestapelt. Aber den Rhabarber hast du schon ein bisschen angesetzt. Karamellisiert habe ich den. Ah ja, okay. Okay, cool. Ein bisschen. Schön. Gut, 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 gut. Das passt. Hört sich gut an. Lecker. Dann kommen wir mal zur ersten Quizrunde. Die Damen hätten gern Cranberries. Und die Männer Rosmarin. Schauen wir mal, hier ist Quizfrage 1. Was ist eine French Press? Ein oder eine A. Kaffeezubereiter, B. Pürierstab, C. Entsafter oder D. Mostpresse. 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. Da. Eine French Press. Na? Warte, ja. C. C. Ein Entsafter. Wieder keine Ahnung. Wie kommt denn da drauf? Wie letzte Woche. Wie letzte Woche. Quiz ist nicht euers, ne? Nee, nee, nicht ganz. Okay. Wofür wäre der Rosmarin denn? Für Stubenküken. Nee, für die Kartoffeln. Ja, doch. Ja, schön, ne? Bisschen Rosmarin dran. Meine Damen, was habt ihr? Geraten D. Dora. Jo. Eine Mostpresse. Hm. Ja, was soll ich sagen? Das Quiz beginnt nicht so gut. Weil richtig ist A, ein Kaffeezubereiter. Oh. Was soll ich sagen? Wir haben auch ein Foto davon. Schauen Sie mal. So sieht das aus. Ne? Keine Mostpresse. Macht man oben rein, drückt das runter. So macht Ida Müller in Kai Perin ja auch immer, das grüne Zeug weg ist, weißt du, schön. Und dann schön hinauf. Wofür wären die Cranberries gewesen? Hätte ich noch in die Creme für den Crumble nachher gemacht. Für den was? So, das Crumble nachher. Ach, fürs Crumble. Das wäre natürlich schlecht gewesen, ne? Ja. Das stimmt. Hast du die... Du brätst ja gerade die Brüste, ne? Ja, ja. Hast du jetzt, wieso hast du die zusammengepackt? Au. Das sind zwei, ne? Genau, ne, nicht aufeinander. Ja, ja, ja. Nebeneinander. Okay, okay. Wollt nur sicher gehen. Ja. Nicht, dass sie da in der Mitte roh bleiben. Ich wunder's, ne? Okay, gut. Letzte Woche hatten wir ja die Spargelwoche Teil 2. Diese Woche haben wir wieder eine Sonderwoche. Und zwar hat zum Beispiel Penelope Cruz, diese unglaublich attraktive Schauspielerin, gesagt, wenn ein Mann für dich kocht und er macht einen Salat und da sind mehr als drei Zutaten dabei, dann meint er es ernst. Deswegen, liebe Männer, nur für euch diese Woche die Salatwoche. Mein Tag. Achtung! Vielen Dank. Und zwar diese Woche, diesen wunderschönen 4. Juni, gibt es einen Zitrus-Tomatensalat. Dafür braucht man Grapefruit, Limette, Zitrone, Orange, Strauchtomaten, Schalotte,
Chili, Salz, Pfeffer und Schnittlauch. Und dieser Salat ist etwas schneidaufwendiger. Deswegen, jetzt für Sie zu Hause, wiederum eine kleine Kochschule. Es geht los mit der Grapefruit. Wie schneide ich Filets von einer Grapefruit? Also, wie von der Orange oben unten abschneiden. Dann die Haut entfernen. So. Das ganze Weiße muss runter. Jupp. Das gleiche machen wir gleich mit der Limette. Und der. Wie bitte? Kannst du mir gleich nochmal beim Ofen helfen? Bitte? Beim Ofen helfen? Ja, immer gerne. Was soll ich dir beim Ofen helfen? Schön heiß machen. Schön heiß machen. Okay. Solange ich nicht den Braten in die Röhre schieben muss. Da war er. Aus. So. Ich bin so schlecht. So, hinein damit. Dankeschön. Was ist das denn? Das soll der Crumble. Das soll der Crumble sein? Die Streusel, ja. War nicht was mit Pistazien? Die röste ich jetzt an. Und dann kommen die hin? Mhm. Okay. Gut. 250 Grad. Ich habe eine Idee im Kopf, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Da bin ich aber auch gespannt. Junge Dame hier vorne mit dem wunderbaren Deutschland-Trikot, einmal zu mir. Ja! So. Ah. Halli, hallo. Name? Manuela. Manuela Steffen. Schon mal in der Küche gestanden? Ja. Ja. Hast du da auch gekocht? Ja, aber nicht sehr erfolgreich. Du darfst trotzdem bleiben. Okay. Genau. Weil du musst mir helfen, weil ich hatte so viel zu tun heute. Okay. Hast du schon mal ein Messer in der Hand gehabt? Jo, ne? Ja. Okay, kannst du auch damit umgehen? Zack, zack. Nicht so schnell wie du. Das brauchst du nicht. Komm mal rechts rüber hier. Wir kochen jetzt zusammen. Okay. Guck mal, halt mal kurz fest, damit wir dich hören. Was du jetzt machen musst, ist dieses Messer nehmen. Siehst du diese weißen Streifen hier? Links einschneiden, rechts einschneiden. Okay. Also relativ, also so überschaubar. Messer ist auch schön scharf. Pass auf deine Finger auf. Ich mach noch mal einen vor. So. Das machst du jetzt schön nach. Ne? Okay. Währenddessen muss ich nämlich die anderen Früchte auch abschneiden. So, siehst du? Ja, also, läuft doch, Manuela. Sehr schön. Ich mache währenddessen das Gleiche hier mit der Zitrone und dann noch die Limette. Glaubst du, dass Deutschland Europameister wird? Natürlich. Okay, der ist wieder das Trikot. Ah. So muss. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Noch gar nicht? Nein. Okay, siehst du, aber dafür läuft das doch ganz gut. Naja. Doch, 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 warte, mach keine Sorgen. So. Nicht so zittern. Ja, trotzdem, alles gut, läuft gut. Danach nur die Zitrone, ne? Okay. Und dann komme ich wieder. So. Und werde kontrollieren. Na, Tim? Du bist ja einer, der hat auch ein bisschen Druck in der Hose, oder? Also nicht so gemeint jetzt, sondern. Ah, so war das nicht hier mal. Nein. Aber ja. Mit frühen Jahren Lehre gemacht, Hotelmanagement bei den Eltern. Hier sagst du auch, bis 10 Mille. Jo. Ein Mann der Entscheidung? Ja. Definitiv. Ja. Immer gerade raus? Ein Mann, ein Wort. Und oder? Dann immer Vollgas. Okay. Ja. Was würdest du mit der Kohle machen? Am letzten Tag wahrscheinlich erstmal feiern gehen mit ihm hier in Hamburg. Okay, und dann richtig Drecksau. Hör was vor? Nö. Dann richtig Drecksau, was heißt das denn? Ja, so richtig schön halt. Ja, was heißt richtig schön? Geh halt mit, dann weißt du es. Bitte? Geh mit, dann weißt du es. Aha, okay. Und dann noch was mit dem Restgeld, hör was vor? Ja, ich heirate dieses Jahr auch noch. Oh. Heiraten? Ah. Moment. Ich komme gleich wieder. Gerne. Manuel, hast du die Zitrone auch schon? Ja, aber nicht so gut wie die Blutorange. Das war eine Grapefruit, keine Blutorange. Okay. Ja. Aber egal. Nein, ich muss sagen, sehr vielen Dank, du hast mir gut geholfen. Okay. Du darfst auch gleich mal probieren. Ich komme gleich noch mal rum. Okay. Vielen Dank erstmal. Nee? Gut. Also, wir haben jetzt Zitrone, Limone,
Grapefruit, alles als Filets, dann noch den Saft oben drauf. Wichtig ist jetzt von allen Sachen jetzt hier das Ganze auspressen, dass der Saft da wirklich reingeht. So, Zitrone auch nochmal, weil daraus machen wir gleich unsere Vinaigrette. Zwischendurch eine Runde aufräumen. So. Das Schöne ist, wenn man mit Zitrusfrüchten arbeitet und so ein paar leichte Schnitte noch in den Fingern hat. Mmh. Das desinfiziert und tut weh. Jetzt brauchen wir einmal ein Sieb. Andere Schüssel, so, jetzt hier, schwupp, unsere Filets. Dann suchen wir da die Kerne raus. Die wollen wir natürlich nicht haben. So. Haben Sie ein bisschen durchgucken. Hier haben wir die Filets, die kommen jetzt hier rein. Und in diesem Sud hier machen wir jetzt unsere Vinaigrette. Da kommt jetzt, weil es natürlich sehr sauer ist, Zitrone, Limette, dann auch noch Grapefruit, einen ordentlichen Schlag Honig rein. So. Dann ein wenig, haben wir das Rezept drin? Jawohl, Schalotte. So. Einfach roh lassen, mit da reingeben. Dann ein wenig Schnittlauch, nicht zu klein schneiden. So. Und jetzt kommt noch die Tomate dran. Haben wir da Dings, haben wir alles? Ach, Chili auch noch. Dann brauche ich aber mal bitte eine frische Chili zu mir. Und zwar ganz schnell. So, jetzt hier, zack. Tomate mit Schale. Einfach ein bisschen klein schneiden. So. Vor allem passt die Tomate auch sehr gut zu der leichten, was heißt leichten, zu der Süße von dem Honig. So. Wichtig ist, dass Sie Honig benutzen, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu sauer. Jetzt auch direkt in die Vinaigrette reingeben. Jetzt schön verrühren das Ganze. So. Können Sie wunderbar auch mit in zum Picknick oder so in eine Tupperdose rein. Fertig ist. Jetzt die Filets noch wieder dazu. So. Oh, danke. Hier sind die Chilis auch schon angeflogen. Die jetzt schön runterhacken. Damit das Ganze eine leichte Schärfe bekommt. So. Nee, nee, das kann er gut ab. Machen Sie keine Sorgen. Es ist viel Säure im Spiel. Viel Süße vom Honig. Das lassen wir jetzt leicht marinieren, ein bisschen durchziehen. Und dann wird Manuela das in ca. 10 Minuten probieren müssen. Mhm, unsere Salatwoche. So, Männer, Achtung. Ah. Heiraten. Jo, jo. Sicher? Wie alt? Ja, 25 ist. Okay. Ja, ja. Antrag schon gemacht? Ja. Wie hast du ihn gemacht? Ach, warte mal. Ja. Irgendwie. Schon so lange? Ja, komm, oh, ja. Nee, schon ein Jahr her. Von Jahr her? Ein Jahr schon her? Ja, ja. Bist du auf die Knie gegangen? Ja, so die klassische Variante. Die klassische Variante? Klassische Variante. Und sie hat sofort Ja gesagt? Ja. Wie lange kennt ihr euch? 3 Jahre. Oh, da kommen wir, ne? Kind auch schon im Anmarsch? Nein, 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 nein. Da warten wir. Wie, noch nein, nein, nein? Ja, ein paar Tage haben wir schon noch. Ach, da wollt ihr warten? Aber heiraten, sagst du? Ja. Deckel drauf, Thema erledigt. Aber. Ja. Klappt oder klappt halt nicht, weiß man nicht. Oh. Aber ich denke schon, nee, nee, ich weiß. Natürlich nicht. Wird das klappen. Logisch. Was mit dir? Ich habe eine Freundin, aber heiraten ist noch weit entfernt. Oh, freut mich. Sagt ja, sie ich das bin, oder sagst du das? Ich bin 23. Ja. Da passiert noch einiges. Da kann auch einiges kommen, ne? Klar. Da muss man nicht sofort heiraten. Das stimmt. Oh, ich habe mit 20 geheiratet. Ernsthaft? Ja. Yeah. In Las Vegas. Hab ich ja je. Ja, ja, ist so. Hab auch nicht ewig geheiratet, aber verstehe es immer noch gut. Das ist schön. Okay, wie lange seid ihr denn zusammen? 9 Monate. Oh, noch im ersten Jahr. Ja, schon. Dann macht's doch Spaß, ne? Ja, dann macht's doch Spaß. Kleiner Scherz, meine Damen. Ah, sehr schön. Schauen wir mal. Wir haben gesehen, hier Brüstchen dabei. Hier ist ein schönes Chorizo, kross gebraten. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass sie zu hart ist, ne? Ja. Bisschen schau nachher. Ansonsten, wie läuft's bei euch? Gut? Das wir ganz kurz probieren. Und zwar natürlich. Von der Mascarpone Rhabarber. Ja. Mascarpone Rhabarber Creme. Genau. So, jetzt bin ich gehe noch auf diese Törtchen. Gut. Drauf gucken. Und jetzt kommt noch die Limo. Wie heißt das? Limoncello. Limoncello. Auf die Trinken der Müller, wenn sie Vitamintag macht.
Ich glaube, er könnte noch ein bisschen Rhabarber vertragen. Noch mehr? So eine leichte Säure. Okay. Ist nicht verkehrt. Kann ich noch machen. Obwohl, du hast natürlich, ich gucke jetzt mal mit der anderen Seite des Löffels, nicht mit meiner Seite, mit der ich das gegessen habe. Achten Sie bitte drauf zu Hause. Du hast da oben noch genug drin. Okay, jetzt passt. Aber Pistazie kommt noch oben drauf und sowas, ne? Genau. Also, dann ist das ein fruchtiges Dessert, was durchgeht. Alles schön. Bald. Dann kommen wir mal zur zweiten Quizrunde. Die Frauen hätten gerne Honig und die Männer Rosmarin. Schauen wir mal, hier ist Quizfrage 2. Welcher Pfeffer ist der mildeste? A. Weißer Pfeffer, B. Schwarzer Pfeffer, C. Grüner Pfeffer oder D. Gelber Pfeffer? 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. So, meine Herren. A. A. Weißer Pfeffer. Mhm. Der mildeste. Okay. Naja. Meine Damen, was habt ihr? A. Auch A, weißer Pfeffer. Ich schaue nach. Extra Schubeck noch angerufen, damit ich sicher bin. Und es ist C, grüner Pfeffer. Ja. Grüner, ja. Grüner Pfeffer ist milder und weniger scharf als seine schwarzen und weißen Geschwister. Obwohl, wer will das eigentlich? Wir haben den auch hier. Milder Pfeffer, das will doch keiner. Du willst auch keinen bitteren Zucker oder netten Rosinen, willst du auch nicht. Ne? Hier, zeigen wir den einmal. So sieht er aus. Ich probiere den mal. Ich mache mal den Selbsttest. Oh, der ist wirklich leicht und mild. Das heißt, das Quiz lief nicht gut. Wir holen die Stimmung hoch mit der nächsten Quizrunde. Vielleicht klappt die ja. Die Frauen noch mal Honig und die Männer jetzt Schokolade. Schauen wir mal, Quizfrage 3. Der heutige Kulturapfel ist eine Kreuzung aus A. Hochlandapfel und Holzapfel, B. Wildapfel und Kaukasusapfel oder vielleicht C. Bosskopf und Granatapfel oder D. Rosenapfel und Granny Smith. 10 Sekunden jetzt. So, Männer, das was habt ihr jetzt? Das ist immer wie immer geraten eigentlich. Und was habt ihr geraten? D. D oder B? D. Dora. Rosenapfel und Granny Smith. Meinst du wegen Rose, oder was? Genau. Rosenapfel. Ja. So nennt man sein Popöchen auch, den Rosenapfel. Meine Damen. Wieder geraten, B. B. Wildapfel und Kaukasusapfel. Mhm. Und zur Überraschung aller, das ist richtig, B, die Frauen. Wir werden noch mal nachgucken, da muss man ja bei so einer Frage noch mal nachgehen. Der Kulturapfel ist eine Zuchtform aus dem asiatischen Wildapfel mit Einkreuzung des Kaukasusapfels, habe ich gerade Kaukasus, egal. Kaukasusapfels. Die ursprüngliche Heimat des Kulturapfels liegt deshalb möglicherweise in Asien. Die wahrscheinlichste Verbreitungsmöglichkeit sind die alten Handelswege, da die Frucht seit früher Zeit als lebensverlängerndes Heilmittel galt. Die Frauen haben Honig gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, kommt auch ganz gut. Ich glaube, ich habe das Dressing versemmelt. Versemmelt? Ja, probier mal bitte. Und warum? Der Honig soll auch für das Dressing sein, für den Wrap. Was ist denn passiert mit dem Dressing? Ja, probier mal. Ganz schön bitter. Oh ja, wo kommt das denn her? Hast du da fast viel Senf drin? Nee, nicht viel. Hast du mit Olivenöl gemacht? Ja, das kann das bitte sein. Das ist das Oliven. Wir haben da hier oben noch normales Öl. Ja. Okay. Komm mal her. Da musst du noch mal ein bisschen nachlegen, weil ich würde die Hälfte noch benutzen. Ja. Noch einen kleinen Schuss Essig oder habt ihr Zitrone? Nee. Nee, also ein bisschen Essig rein.
bisschen Senf, ein bisschen Zucker auch einfach, ein bisschen Honig und dann mit normalem Öl noch mal ein bisschen aufrühren. Alles klar. Okay. Dann passt das wieder. Super, danke. Das wird sie zu Hause auch wichtig. Wenn sie ein Dressing machen, nur mit Olivenöl, wird es meistens ein bisschen zu bitter. Deswegen immer ein bisschen aufpassen. Dann kicken wir mal, was hier. Oh ja, die sieht gut aus. 125 Grad. Schön sanft gegart. Dann gucken wir noch mal nach dem Crumble. Ja, das sieht echt gut aus. Wieso? Ja, gucken wir. Ja, warte doch mal ab. Ups. So bleich wie die Schüssel. So bleich wie was? Wie die Schüssel. Nein, nein, nein. Guck mal hier. Kommt doch langsam. Dann gehen wir mal auf Oberhitze. Dann gratinieren wir das Ganze. So, wir sind jetzt auf voller Gratinierstufe. Ist das besser? Dankeschön. Okay, Simon. Stefan. Warum bist du, wo bist du in Schweden geboren? Am Polarkreis. Am Polarkreis? Direkt oben, oder was? Na, 300 Kilometer südlich davon, aber da weiß ja niemand, was das Ort ist. Und dann ist das, wie lange bist du in Deutschland? 15 Jahre. Warum? Ja, nach dem Abitur macht man in Schweden ein Jahr aussetzen, was Lustiges machen. Und ich habe Turnierpferde bei Sprungturnieren geritten. Und springen. Reites Pferde, oder? Mhm. Alles klar. Und was macht man? Also Abitur gibt es auch in Schweden, ist klar. Ja. Und dann muss man ja irgendwann, nein. Meistens macht man was anderes. Ein Jahr aussetzen. Ein Jahr so ein bisschen gucken, was passiert. Das Leben genießen und was erleben. Ah, schön. Hier heißt das studieren. Ja, das machen wir ja dann nach. Okay. Okay. Und hast du immer noch, bist du immer noch manchmal auf dem Reiterhof oder so? Mal, wenn bei einer Freundin, wenn die weg sind oder so, dann übernehme ich das Pferd für ein Wochenende oder so. Aber sonst nicht mehr. Sonst nicht. Und dann bist du dadurch nach Deutschland gekommen? Ja. Und dann gleich hier geblieben, oder? Ja. War so schön? Ja. Wie sind in Deutschland die schöneren Pferde? Oh, Deutschland hat die sehr bessere schöne Pferde. Turniere. Die besseren Turniere. Wie ist Reitsport in Schweden sehr verbreitet, oder? Ja, aber nicht so große, schöne Turniere wie hier. Deutschland schon, ne? Auch schöne Pferde und so, ne? Doch, das stimmt. Nur noch 8 Minuten. Wir hauen mal lieber die letzte Quizfrage raus. Damit das Ganze noch Sinn macht. Die Frauen hätten jetzt gerne Apfelsaft und die Männer Koriander. Hier ist hier die vierte und letzte Quizfrage für heute. Wie oft wird irischer Whisky destilliert? Schätzfrage. Aufschreiben auf die Tafel. Hinten rechts in den Küchen, meine Damen, bei den Männern auch. Wie oft wird irischer Whisky destilliert? 5 Mal. Tada. Ja, damit kann man 3, oder? Didi. So. Die Männer sagen 5 Mal. Die Frauen sagen 3 Mal. Einer hat's genau richtig. Es sind die Frauen. 3 Mal! Apfelsaft. Vielen Dank. Wofür ist der denn? Ich glaube, das Dressing machen wir. Das Dressing, oder? Alles klar. Dann machen wir jetzt mal unseren Salat fertig. Ich habe wohl auch ein wenig was vergessen, muss ich zu meiner eigenen Schande. Und ein wenig Pfeffer. Und dann fehlt natürlich das Elementare, natürlich noch ein wenig Öl. Ist ja logisch. So, das habe ich vorhin in meiner Aufregung schon wieder völlig vergessen. Deswegen das Öl zu geben. Manuela, komm mal nach vorne. Jetzt wird probiert. So. So, mal gucken. Stehst du so ein bisschen auf was Frisches, und Salat, bisschen säuerlich und so, oder? Eigentlich nicht so. Aber ich probiere es dir zuliebe. Oh. Ja. Dann halten wir das Mikro. Danke. Was ist denn sonst? Nudeln. Nudeln, was noch? Lasagne, Kartoffeln. Nudeln, Lasagne, ja. Studentin. Studentin, was soll das heißen? Man kann sich mal einen frischen Salat machen. Da ist man immer zu faul dafür. Guckst du die Sendung? Ja. Kennst du diese schnelle Nummer? Ja. Schon mal eine nachgemacht? Nein, nein. Dann wird Zeit. Okay. Ne? So, wollen wir gucken? Das ist jetzt eher was richtig Frisches, was so, wie man Frank Rosiber so schön sagt, in die Fresse gewürzt, bisschen scharf auch das Ganze. Okay. Also, mach auf, rein damit, schön durchkauen, eine schöne Schärfe. Muss aber was anderes außer Nudeln und Lasagne essen.
Na, würdest du das denn vielleicht mal nachmachen? Ohne Zwiebeln schon. Ah, okay. Ja, ich mag Zwiebeln nicht so gern. Ja, okay, ja gut, alles klar. Aber trotzdem ist das schon mal nicht schlecht. Vielen Dank. Okay. Wir bekehren dich noch. Also, leichter Salat. Passt immer. Männers, noch 5 Minuten. Wir beeilen uns. Wieso? 5 Minuten Zeit ist doch in Ordnung. Ja. Habt ihr denn auch so ein Trainingslager gehabt für die Sendung? Du bist zusammen geübt unter Zeitdruck und so? Nö. Ne? Naja, wir waren doch, 2-3 Mal haben wir schon zusammen gekocht. Also wir kochen ab und zu schon. War er dabei? So. Weil er guckt gerade so ungläubig. Hast du schon mit ihm gemacht? Klar, bei ihm. Okay. Nee, sag mal. Der hat zugeschaut. Nee, ich spreche aber. Habt ihr schon mal gemacht? 1-2 Mal war schon, ja. Ja, muss ja auch. Warum nicht? Kann man doch mal üben. Also ich würde es auch mal, wenn ich mir bewerbe, würde ich auch üben. Ja. Müsste Fragen auch mal eigentlich machen, dann würde er vielleicht mal gewinnen. Steffen? Ja, bitte. Okay. Normal ist ein Mengenmesserlauf mit dem Dressing, aber bei dem weiß ich halt nicht. Ja. Feldsalat ist natürlich auch ein Salat, der schnell zusammenfällt. Ja. Also ich würde auch an deiner Stelle lieber auf einen flachen Teller gehen. Klar. Und ganz kurz vor Schluss, so in der letzten Minute, so ein ganz bisschen von dem Dressing drauf machen, ihn leicht marinieren, dann hier so einen leichten Berg dahin machen, davor dann die Chorizo und dann noch ein bisschen von dem Dressing so drüber träufeln lassen. Okay. Jo. So würde ich das machen. Was macht das Stubenküken? Habt ihr das im Griff? Steffen, was meinst du, wie soll ich das anrichten? Einfach jetzt Pistazien noch ein bisschen drüber wollte ich. Eigentlich wollte ich mit Schokolade. Ich meine, habt ihr Schokolade? Habt ihr, ne? Oder? Ja, leider nicht. Nee, wir haben schon wieder mit. Der hat sie verloren, ne? Ja, schon wieder. Wisst ihr gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Scheiße. Cool. Ne? Was haben wir denn noch da im Pistazien, Warenkorb? Pistazien kannst du machen. Schön außenrum. Vielleicht ein bisschen blaue Kartoffeln. Vielleicht denkt er so Schokolade. Bei Frank weiß man nie. Aber gucken wir mal schnell nach der leckeren Stubenkükenbrust. Oh ja, die ist. Alles gut, kannst du rausnehmen. Oder unten die Wärmeschublade. Ja, schon. Ja, schon. Oh, wir sind ja in den letzten 3 Minuten. Pack mal weg. Gut. Merkt schon, die Männer sind ein bisschen leiser geworden. Ne? Ja. Was meint ihr, wenn du für 10.000 Euro kaufst, wie es euch dann geht? Ja. Wir mal überlegen. Zufrieden? Ja, danke für den Grill. Keine Probleme. Jetzt hast du, was war denn das, was du wohl im Kopf hattest? Ich hätte eigentlich gerne die Creme, die Mascarpone, Limoncello und Creme noch mit den Cranberries ein bisschen. Die Cranberries, die haben wir ja nicht gewonnen. Genau. Ne? Das. Und was hast du hier jetzt gemacht? Eine Limoncello Mascarpone Creme mit den gerösteten Pistazien. Woher weißt du denn, dass du bei weiß bist? Ja, ja, sehr interessant. Ja, ich hab's vergessen. So, hast du schon davon? Oh, schmuss das Körbchen. Aber du musst jetzt noch mal retten, bitte. Aber schmeckt lecker, die Creme. Leichter Alkoholflavor, oben drauf die Crumbles. Sehr schön. Ihr müsst so langsam anfangen anzurichten. Ja. Und wo ihr hin müsst, das gucken wir jetzt mal. Und zwar, die Damen richten an auf der weißen Seite. Also deine telepathischen Fähigkeiten sind nicht so ausgeprägt, mein Bester. Felix, ihr seid schwarz. Jetzt darfst du nach vorne. Wunderbar, danke schön. Jetzt ein Teller schon weg. Die Männer sind heute in der Zeit. Was ist denn mit der Soße fürs Huhn? Ich habe das jetzt ein bisschen rahmiger gemacht. Okay. Aber kurz und habe die Steinpilze probiert. Dann mit rein, ein bisschen Wasser von den Steinpilzen. Ach, hast du Steinpilze mit ins Gemüse gemacht? Ja, habe ich schon. Brauche nicht Doppelarbeit. Ja, es kommt mal ein Satz, den haben wir schon sehr lange nicht mehr gehört. Ich sag nur einen Satz. Würzen. Dann wird's lecker. Okay. Okay, gut. Probieren wir hier auch noch mal. So, das heißt, hier ist aber einer mit dem Salz gut gemeint, ne? Wir wollten den Einspieler von gerade vermeiden. Den Einspieler wollten wir vermeiden, das Würzen. Das ist auch gelungen. Was ist das hier? Das sollte Rahmen, ist ein bisschen dick. Was sollte das sein? Das sollte werden rahmiger... Kohlrabi-Rahmen. Rahmiger Kohlrabi, okay. Kann ich gehen? Nee, warte. Oh, rahmig ist er. Muss nach vorne. Letzte Minute, bitte. Das Schild, Salat. Alles muss nach vorne. Das Schild muss auch nach vorne. Denkt bitte dran. Ganz sicher, dass alles dabei ist. Gut.
So, Männers, ab nach vorne. Die letzten Sekunden. Felix, das Schild noch. Das Schild. Super. Und wir gehen entspannt in den letzten Countdown. Die Männer gucken gerade so ein bisschen skeptisch. Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Gucken wir mal. Bei euch? Ja, auch skeptisch. Schauen wir mal. Wird jetzt noch viel schlimmer. Wollen wir gucken, was das dickste Stubenküken der Welt dazu sagt. Hier ist Frank Rose Rossi. Moin. Hallo Jungs. Die Damen. Hallo. Chef. Frank. Ich habe übrigens Fanpost bekommen. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Und zwar eine Rose. Für die Rose. Ja. Das Besondere daran ist, wo ich ganz besonders stolz drauf bin, aber auch ein Tick verunsichert, die Art der Vase. Schaut selbst. Oh. Oh. Ja. Pilzsalat mit Sauerrahmdressing und Crosser Chorizo. Das ist hier auf jeden Fall. Muss man aufpassen, dass es nicht zu hart wird. Hm. Sehr lecker. Mhm. Feldsalat, schön, mundgerecht, Lob und Anerkennung. Das Dressing, das ist so, weiß ich auch nicht, so angesäuerter Rahm. Da ist keine Seele drin. Die Chorizo schmeckt, der Salat ist gut geputzt, das Dressing ist langweilig. Es hätte gut sein können, aber es ist einfach zu wenig für Topfgelege. Chorizo Wrap. Mhm. Also ein Wrap ist meistens aus Maisteig und Maismehl und aus reinem Wasserteig. Der Pfannkuchen ist, es ist ein Pfannkuchen, zu dick. Die Füllung aus Feldsalat, Chorizo, eine gute Idee. Ja. Dieses Krosse, der Chorizo. Mit dem Rhabarber, schreib mal auf, für dich morgen Vorspeise, neue Karte im Restaurant. Ne? Das war nichts. Produkte okay, Zusammenstellung nicht. Das war eigentlich auch nichts. Pfannkuchen zu dick, aber hier dieses Rhabarber mit Chorizo, das nehme ich mit. Das war gut. Das war mutig und gut gekocht. Weiß einfach. Stubenküken, Cremia Corradi und Blaukartoffeln. Schöne Kohlrabi mit Pilzen, schmeckt mir sehr lecker. Stubenküken. Gibt es ein klassisches Gericht, Hamburger Stubenküken. Aber ich wette, um alles, was ich habe, dass der Spruch heute gefallen ist, mit Hühnern kenne ich mich aus. Tja, das Wenige, was du hast, hast du jetzt auch noch verloren. Schön gekocht, einfach, aber lecker. Blaue Kartoffeln könnte man für mich also meiner Meinung nach auch abschaffen. Okay. Blaue Kartoffeln sind so unnütz wie ein Ofen ohne Strom. Na. Kohlrabi sind lecker, klassisch zubereitet, ordentlich, normal gekocht. What? Kohlrabi Rahmen, Stubenküken. Etwas saftiger, Stubenküken ist gar nicht einfach. Noch hier die blauen Kartoffeln. Und kein Mensch braucht.
Übrigens nennt man die Truffe de Chine im Französischen oder in der Gourmetsprache. Und also ich muss sagen, das ist hier gut gegart. Man sieht das hier, etwas Blut noch hier an dem Knochen. Und das bedeutet einfach, dass das hier genau richtig à point ist. Ja? Und kross ist so eine Schwierigkeit, weil wenn das kross ist, dann ist innen drin alles Fratze. Und Kohlrabi ist so wie bei Oma. Ja? Und Oma war nun mal eben die Beste. Hier ist aber auch alles sehr schön. Ich guck noch mal. Fallera, Fallera. Rhabarber-Biskuit-Törtchen. Das sieht sehr schön aus. Das haben die Kandidaten gut zubereitet. Oh! Pistazien-Crumble. Was ist das für ein Crumble? Das ist doch ein Kuchen, der in eine Soße geworfen wurde, oder? Das ist die Übersetzung von Crumble. Boah, was ist das denn für ein geiler Korb hier? Halleluja. Das ist genauso, als wenn man Steffen Hensler im Dunkeln küssen würde. Hässlich, schmeckt aber gut. Autsch. Schwierig, schwierig, schwierig. Vorspeise weiß ein vor. Hauptgang unentschieden. Dessert? Schwarz ein vor, das heißt unentschieden. Gut, ein Unentschieden haben wir heute. Sehr schön. Glückwunsch. Das heißt gewonnen, gewonnen. Und das bedeutet, dieser Warenkorb für euch. Ihr überlegt das sowieso nicht, die Frauen haben 10 Sekunden. So. Wir machen auch weiter. Die Frauen machen auch weiter. Jawohl, dann schenken wir uns noch die 10 Sekunden. Beide machen weiter. Ja, das bedeutet heute Morgen beide Teams dieser Warenkorb und Fat Man himself, Frank Rose Rosin. Ja.